ärgere mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich wünsche euch lange nicht, wie sagt man denn? Herzlich willkommen auf der Mystic Rose. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Hier sitzt der Christian Rätsch neben mir. Wer ihn kennt, der weiß, um was es jetzt geht. Wer nicht kennt, der wird sich bald wundern. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Abend heute, ein Vortrag. Ich freue mich da sehr drauf. Ich könnte jetzt eigentlich, ich hatte mal vor 10 Jahren, hatte ich dich mal auf einem Vortrag erlebt, hier auch hier in Berlin, da ging es um so ein ähnliches Thema. Und das war, ich hatte viele Fragen in meinem Kopf zu bestimmten Dingen, die mir in meinem Leben so passiert sind, die ich 10 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, und ich habe ihm zugehört. Und er hat mir alle Fragen beantwortet, die ich in meinem Kopf so hatte. Und noch ein paar Antworten gegeben auf Fragen, die ich noch einmal nachgedacht habe. Insofern, ich wünsche euch allen einen ganz tollen Abend. Das ist der Vortrag, geht jetzt über eine Stunde etwa. Danach habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch hier mit Mikro. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, der Mann beantwortet sie euch alle. Oh, nee, okay, das ist nicht viel. Ne? Und danach gibt es also ein Buffet ab 11 und dann fängt auch um 11 Uhr der Barman von Akasha Project an, auch noch bis 2 Uhr, danach kommt Konstantin und Nico und ab 7 Uhr morgens der Audiomatic. Ja, okay, genug geredet, ich gebe weiter an Christian. Ja, vielen Dank. Kann man mich gut verstehen? Weil hier für mich klingt das so ein bisschen eigenartig, aber geht gut. Ich kann gerne ein bisschen weiter herkommen. Also ich gucke auch gerne in Gesichter. Kritische oder Wohlwollende, alle sind willkommen. Also normalerweise halte ich Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen. Und auf diesen Kongressen wird das beschrieben, was wahrscheinlich hier eher in der Praxis geschieht. Und da sind also starke Beziehungen und man sollte sich, wenn man an gewissen Substanzen interessiert ist, gut informieren oder informieren lassen und sich damit wirklich tiefgehend eingreifend beschäftigen. Ich kann niemandem empfehlen, irgendeine Droge zu nehmen, aber ich weiß, dass viele das sehr gerne wollen. Und die, die das wollen, für die ist es wichtig, finde ich, aus den Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre zu profitieren, damit man bestimmte Fehler im Gebrauch dieser Dinge nicht macht. Also, ich möchte damit anfangen, mit einem Zitat eines verstorbenen Freundes von Ken Kesey, der zum 50-jährigen LSD-Jubiläum interviewt wurde und in dem Interview gesagt hat, Ostern ist ein guter Zeitpunkt, um einen Trip zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass viele schon auf diese Idee gekommen sind. Und wollte deswegen kurz was zu Ostern an sich sagen, weil für manche Leute ist Ostern ja so ein kirchlich-christliches Fest, aber eigentlich ist Ostern ein heidnisches Fest, wo es um Rausch und Sex geht. Also das genaue Gegenteil von dem, was die Christen sagen. Und da ich kein Christ bin, bin ich natürlich mehr auf der berauschten und erotischen Seite des Festes zu finden. Und das ist, finde ich, unglaublich toll. Und ich finde das auch nett, das zu kommunizieren, weil man dann von diesen merkwürdigen Moralvorstellungen Abstand nehmen kann und sich an den eigenen Ahnen erfreuen, die nämlich aus dem Osterfest ein Fest des Frühlingserwachens gemacht haben. Ein Fest, wo die Sinne zurückkehren, wo Sex und Erotik im Mittelpunkt steht und wo eine heidnische Göttin namens Ostara
verehrt worden ist. Und diese Ostara war eine Göttin, wahrscheinlich der Frühjahrsaspekt der germanischen Liebesgöttin Freya, und hat im Grunde genommen den fruchtbaren Zyklus des Jahres eingeleitet mit ihrem Fest. Es ist euch sicherlich schon aufgefallen, dass Ostern jedes Jahr an einem anderen Tag ist, an einem anderen Datum. Das wäre ja schwierig, wenn Jesus an einem selben Tag eigentlich stirbt, aber gefeiert wird sein Tod immer an verschiedenen Tagen. Das liegt daran, dass das Osterfest nach dem Mondkalender, der ja das Weibliche darstellt, im Universum festgelegt wird, und dass es immer an dem Wochenende nach dem Neumond, nach der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr stattfindet. Und das ist also eine alte heidnische Sitte, an diesem Wochenende der Freya bzw. Ostara zu huldigen. Wir kennen das vielleicht noch so ein bisschen aus den Bräuchen mit dem Osterfeuer, was eigentlich am Sonnabend ist, also gestern stattgefunden haben sollte. Und wir kennen natürlich auch unsere eigenen Rituale zu Ostern mit eierlegenden Hasen und Eier suchen und Nester finden und sich über die Sache zu wundern, wie es dazu kommt, dass man eigentlich zu Jesus' Auferstehung Schokoladeneier am besten mit Marzipan gefüllt isst. Nun, Schokolade und Marzipan sind alte Substanzen, die als Nahrungsmittel für den erotischen, sexuellen Bereich der Menschen dastehen und sozusagen Nahrung für den Sex sind. Der Hase ist ein uraltes Symbol für Fruchtbarkeit und für Sex. Der sprichwörtlich schnellste Rammler des Tierreiches zeigt, dass der Frühling mit aller Kraft durch Fluren und Auen schleicht und alles belebt und alles erregt und aufregt. So war dann früher zu den Feiern der Ostara, war es durchaus üblich, berauschende Feste mit sexuellen Ritualen zu feiern, die dann natürlich von den Christen verboten wurden, wie alles, das was Spaß bringt und Erkenntnis bringen kann, verboten wurde, was ja auch von unserem Staat also gerne verboten wird. Nein, eigentlich sind ja keine Drogen verboten, sondern die damit verbundenen möglichen Zustände. Aber die kann man schwer verbieten, man kann nur die Substanzen verbieten. Weil die Zustände, die Substanzen auslösen können, sind nicht etwas, was von außen in uns hineinkommt, sondern sind uns angeborene, in unserem Nervensystem fest verankerte Mechanismen, die uns eine Rauscherfahrung bringen. Und wenn ich Rauscherfahrung meine, dann meine ich nicht den Alkoholrausch, sondern alles andere an Rausch. Der Alkohol ist ein schlechtes Rauschmodell, um andere Substanzen kennenzulernen. Nun, ich weiß nicht, inwieweit Ananto mich angekündigt hat. Ich bin eigentlich Ethnologe, Altamerikanist und Ethnopharmakologe, also richtiger Wissenschaftler. Und ich habe in meinem Leben in den letzten 30 Jahren vor allen Dingen den Schamanismus in der ganzen Welt mir genauer angeguckt und erforscht. Und vor allen Dingen den Gebrauch von Pflanzen, die auf die Psyche wirken, innerhalb dieser traditionellen Kulturen und Kulte genau angeguckt. Und ich denke, da wir ja wenig Leute noch haben, also eigentlich haben wir keine Schamanen mehr, die uns zum Beispiel zu Ostern sagen können, was die richtigen festlichen rituellen Begehungen sind, und die uns sagen und leiten können, wie wir durch veränderte Bewusstseinszustände hindurchkommen, so dass sie uns nützen und nicht, dass sie uns schädigen. Übernehmen heute Wissenschaftler wie ich anscheinend diese Rolle, da mal etwas zu sagen. Deswegen ist eigentlich das Hauptthema heute Abend, wie macht man es richtig?
also für diejenigen, die ich mit meiner Warnung nicht abschrecken konnte, kommt eigentlich jetzt die Essenz. Aber ich möchte wirklich eindringlich warnen vor einem Gebrauch, der eine negative Erfahrung mit schlechten Auswirkungen liefern kann. Aber um das zu verhindern, können wir anhand der Art und Weise, wie in traditionellen Kulturen von Schamanen und Schamanen mit psychoaktiven Stoffen, Substanzen und Zubereitungen umgegangen wird, etwas lernen. Die Schamanen und Schamanen, die sowas machen, die ich kennengelernt habe, haben alle gesagt, ihr könnt gerne zu uns kommen, ihr könnt gerne von uns lernen, aber ihr könnt unsere Rituale nicht in eure Welt übertragen, das geht nicht. Ihr müsst eure Rituale am besten, die früher es mal gab, wiederbeleben. Sozusagen das eigene kulturelle Erbe ernster nehmen und anhand dessen nachzufühlen, zu spüren, was es früher mal gab. Und wie wir das vielleicht durch Anregungen, die wir mit Schamanen und Schamanenpflanzen haben, wieder auffüllen können, sodass das uns allen etwas nützt. Ich muss mal eben einen Schluck Wasser nehmen. Das ist wirklich nur Wasser. Aber es kommt auch unglaublich gut. Also. Bei den Schamanen und Schamanen der verschiedenen Völker dieser Welt kann man eines feststellen, dass die nämlich etwas in dem Gebrauch von psychoaktiven oder psychedelischen oder visionären Substanzen beachten, was Anfang der 60er Jahre der leider verstorbene Timothy Leary gesagt hat. Der hat nämlich eine Theorie entwickelt, die ein brauchbares Modell dafür ist, wie man den Rausch einer psychedelischen Substanz erfährt. Dass nämlich die Erfahrung, die man damit macht, nicht nur von der Droge abhängt, sondern von drei wesentlichen Faktoren, die alle gleichermaßen stark bestimmen, wie die Erfahrung, die man hat, sich gestaltet. Das ist die berühmte Theorie von Dosis, Set und Setting. Dosis ist klar, was das heißt. Das heißt, wie viel nehme ich von einer Substanz? Das Set ist das, was man im eigenen Geiste mit sich trägt und mit in die Erfahrung bringt. Das Setting ist die Umgebung und der Zeitpunkt, an dem man die Erfahrung macht. Ich möchte jetzt diese einzelnen Punkte ein bisschen genauer beleuchten, weil daran kann man gut erkennen, was man alles machen kann, um seine Erfahrungen positiver und gewinnbringender zu gestalten. Zum Beispiel wurde ich gerade eben gefragt, ob es nicht besser ist, wenn man das erste Mal Pilze nimmt, eine kleine Dosis zu nehmen. Da habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Bei Pilzen muss man beim ersten Mal eine möglichst große Dosis nehmen, damit überhaupt die Wirkung des Pilzes in das Bewusstsein so eintreten kann, dass es zu transformatorischen Erfahrungen kommt. Wenn man zu wenig Pilze nimmt, kann es sein, dass man in seinem Zwischenbereich stecken bleibt, wo man sich fragt, ja, bin ich nun drauf oder bin ich nicht drauf? Merke ich was oder merke ich nichts? Was ist jetzt anders? Irgendwie verändert sich die Welt, aber nicht so wirklich. Man hängt zwar praktisch zwischen zwei Welten schlecht. Und das ist keine gute Voraussetzung für einen erfüllenden Pilztrip. Wenn man Pilze kennt und wenn man eine hohe Dosierung kennt, dann kann man auch mit kleineren Dosierungen was anfangen. Aber das ist eher was für fortgeschrittene Psychologen. Ich denke, da sind einige gerade am Lachen gewesen. Nun, bei jeder Substanz kommt es darauf an, welche Dosis man nimmt, weil eine Substanz, egal welcher Art, hat in verschiedenen Dosierungen verschiedene, gar keine oder zu viele Wirkungen auf uns. Deswegen sollte man sich immer darüber im Klaren sein.
Und ich sehe manchmal bei Partys wie diesen auf eine Klo so Warnzettel, nimm keine Drogen von Leuten, die du nicht kennst. Und die Warnung kann ich nur unterstreichen. Also man sollte nur die Dinge sich zuführen, die von einer verlässlichen Quelle stammen. Damit schließt man sehr viele Gefahren aus. Zum Beispiel, dass man eine ganz andere Substanz hat, als einem gesagt wurde und man was ganz anderes erwartet. Nun, jede Substanz hat so ihre Vorzüge und Nachteile und Eigenschaften, die eben in verschiedener Dosis kommen können. Sehr genaue Dosierung kann man bei der Substanz, die LSD heißt, vornehmen, sofern man weiß, wie viel oder wie hoch konzentriert diese Substanz in der Form, die man einnimmt, tatsächlich vorhanden ist. Da gilt eigentlich das Gleiche wie bei Pilzen, wenn man es nicht kennt, besser mit einer höheren Dosis einsteigen, weil später man mit kleineren Dosen etwas erreichen kann, was man speziell möchte. Da gibt es also dann Bezeichnungen für, die in verschiedenen Kreisen bekannt wird. Da gibt es die Konzertdosis, da gibt es die Partydosis und da gibt es die spirituelle Dosis zum Beispiel. Die unterscheiden sich wesentlich in der Menge der Substanz, die man nimmt, und auch in der damit zu machenden Erfahrung. Wenn man eine Partydosis nimmt, dann kann die Erfahrung also sehr schön werden. Sie kann zu kollektiven Erfahrungen kommen. Es kann dazu kommen, dass es was gibt, was man im Englischen Shared Vision nennt, also eine geteilte Vision und solche Dinge. Es kann zu kollektiven, ekstatischen Momenten führen und ähnlichem. Aber spirituelle Dosierung, also sehr hohe Dosierung, die sollte man auf keinen Fall auf einer Party nehmen. Die nimmt man an einem Ort, den man sich wählt, mit Freunden oder Freundinnen oder so, die man kennt, und nimmt sich dafür entsprechend Zeit und Raum. Nun, bei der Dosis, also bei diesem Aspekt der Dosis dieser Theorie, kommt natürlich das noch darauf an, was für eine Qualität die vorliegende Substanz hat. Ob die chemisch rein ist, ob die ein reiner Extrakt aus einer Pflanze ist oder so. Oder ob das irgendwelche Cocktails sind, die einen Rausch vorgaukeln sollen, der dann völlig sinnlos wird. Also die Qualität der Substanz und das Wissen über die Dosis der Substanz ist ein Schlüssel zu einer sicherlich förderlichen Erfahrung. Nun, das Zweite dieser Theorie ist das Set. Und zu dem Set gehören unglaublich viele Dinge. Das ist ein englischer Ausdruck, der hat sich eingebürgert, auch im Deutschen benutzt zu werden. Der wird auch in der wissenschaftlichen Literatur genutzt, auch in der populären und so weiter. Und der ist einfach so stehen geblieben. Das ist eigentlich eine Abkürzung von Mindset. Also von dem Zustand des eigenen Geistes, des eigenen Bewusstseins. Und darunter sind ganz viele verschiedene Dinge zu finden. Dazu gehört die Intention. Also, warum will ich jetzt in diesem Augenblick diese Substanz in dieser Dosierung zu mir nehmen? Es ist immer förderlich, eine Intention zu haben. Selbst wenn die Intention nur lautet, ich möchte mal erleben, wie man auf dieser Substanz tanzen kann. Das ist aber auch eine Intention, und man wird im Nachhinein merken, dass das toll ist, wenn man eine Intention hatte, weil durch die Intention das Bewusstsein auf diese Möglichkeiten hin orientiert wird.
Und man kann natürlich alle möglichen Intentionen haben. Man kann als Intention haben, ich möchte echten Tantra-Sex mal erleben oder ich möchte wirklich mal mystische Erfahrungen machen, ich möchte Begegnungen mit gewöhnlich unsichtbaren Welten und Wesen haben. Oder die Intention kann sein, ich habe ein psychisches Problem, welcher Art auch immer, was ich gerne mit Hilfe dieser Substanz und der Introspektion, die dadurch möglich wird, lösen möchte. Das ist also auch etwas, was man machen kann. Zum Beispiel, wenn man sich schwer entscheiden kann. Na, also soll ich den oder den Partner nehmen? Dann fragt man die Substanz und die sagt dann nimm beide. Aber dann ist einem die Entscheidung abgenommen worden, beziehungsweise man ist zu der Entscheidung so gekommen, dass man denkt, das ist die eigene. Nun, sehr abhängig ist die Rauscherfahrung durch das Weltbild, was man in sich trägt. Wir können das Weltbild wissenschaftlich als kognitives System beschreiben. Wir können das als Weltanschauung beschreiben und so weiter. Auf jeden Fall ist es das, ein Gerüst bestehend aus Modellen über die Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit, die wir erleben, erleben wir immer anhand von Vorstellungen und Modellen über die Wirklichkeit. So ist es bei Indianern zum Beispiel so, dass die sagen, der normale Bewusstseinszustand im Alltag zeigt nur eine Scheinwelt. Die wahre Wirklichkeit liegt hinter der Scheinwelt und die kann man sehen, wenn man bestimmte heilige Pflanzen oder Pilze genommen hat. Das ist natürlich eine Weltsicht, die wir normalerweise im Westen nicht teilen. Uns wird beigebracht, es gibt eine einzige Wirklichkeit, das ist die wissenschaftlich beschreibbare, die rational erfassbare, die durch Gesetzmäßigkeiten geordnete und so weiter. Unser Weltbild, das wir persönlich in uns tragen, ist oft korreliert mit dem Weltbild von anderen Menschen. Also wir teilen offenbar oft unser Weltbild, um mit anderen Menschen überhaupt kommunizieren zu können, um mit ihnen sprechen zu können, um sich mit ihnen austauschen zu können. Ist es auch wichtig. Wir kommunizieren mit Sprache und die Sprache ist eine Verabredung darüber, wie man bestimmte Modelle im eigenen Denken bezeichnet und kommunizierbar macht. Nun, die Sprache hat einen großen Einfluss auf das kognitive System oder auf die Weltanschauung, denn sie ist unser Code, um uns über die Wirklichkeit zu verständigen. Wir alle wissen aber, dass wir Dinge in unserem ganz normalen Leben erleben, die mit der angenommenen Wirklichkeit, die für alle gleichermaßen existiert, nicht zu tun haben, sondern anders sind. Also zum Beispiel, man erlebt irgendwelche telepathischen oder hellseherischen Phänomene und gleichzeitig hört man, dass das wissenschaftlich alles Unfug ist. Dann weiß man jetzt nicht genau, soll ich mir trauen, der das Phänomen erlebt hat, oder soll ich der Weltanschauung trauen, die mir vorschreibt, wie die Wirklichkeit zu sein hat. Also man bekommt einen Zweifel. Man weiß nicht mehr, was richtig ist. Das kann sich auf allen Ebenen abspielen. Und wenn man nicht weiß, was richtig ist, dann fragt man entweder andere Leute, was richtig ist, oder man denkt sich was aus, was richtig ist, aufgrund eigener Erfahrungen, aufgrund eigener Einsichten, aufgrund der persönlichen Lebensgeschichte und so weiter. Auf jeden Fall spielen solche
Gedankenprozesse in uns eine wichtige Rolle und die spielen eine wichtige Rolle in der zu machenden Erfahrung mit einer psychedelischen Substanz. Was wir oft bei solchen Experimenten beobachten, ist, dass die Probanden anschließend ein anderes Weltbild haben und eine andere Vorstellung und ein anderes Konzept von Wirklichkeit. Und dass dieses Konzept von Wirklichkeit, was aufgrund einer eigenen Erfahrung entstanden ist, nicht kongruent ist zu dem, was gesellschaftlich oder kulturell als Standard angegeben wird. Das heißt, wir kommen in Konflikt mit der Kultur, die uns umgibt, aufgrund eigener Erfahrung. Das heißt eigentlich, dass die Welt, die uns umgibt, uns keinen Raum lässt, diese Erfahrung zuzulassen, nicht nur das, sondern diese Erfahrung als wesentlich wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung zu empfinden. Bei uns ist es so, dass die Substanzen, die solche Erfahrungen auslösen können, verboten sind. Das bedeutet eigentlich, dass verboten ist, in Bereiche der Wirklichkeit oder der erfahrbaren Welt zu blicken, die uns zeigen, dass unsere kulturelle und gesellschaftliche Welt nicht wirklich in Ordnung ist. Und das sehen wir heute besonders. Also das wird ja viel von der Finanzkrise gesprochen, aber das ist ein aus anthropologischer Sicht ein interessantes Phänomen, denn dort ist Geld verloren gegangen, was es niemals gegeben hat. Das heißt, eigentlich das Resümee der Finanzkrise ist, es handelt sich um eine kollektive Halluzinose. Und diese kollektive die Halluzinose, die brauchen wir ja nicht zu teilen. Und damit sind wir raus aus dem Spiel. Und der einzige Weg, der uns wirklich durch solche Zeiten wie jetzt führt, ist der unserer eigenen Intuition und Intention. Und die Möglichkeit, unser Bewusstsein so zu gestalten, dass wir ohne diese Halluzinose rauskommen. Außerdem ist die Finanzkrise von Leuten ausgeheckt worden, die gewöhnlich keine psychedelischen Substanzen nehmen. Das heißt, es besteht eine gewisse Gefahr, wenn es sich um nüchterne oder alkoholisierte Manager und Bosse und ähnliches handelt. Nun gut, ich will nicht so weiter abschweifen. Ich wollte nur die Essenz, die ich sehe, in der Finanzkrise hier zum Ausdruck bringen. Weil wir haben ja viel schönere Dinge vor. Und diese viel schöneren Dinge sind zum Beispiel heute Nacht eine tolle Party zu feiern. Und damit sind wir bei einem Punkt, der im Set des Menschen wichtig ist, nämlich was man von der einzunehmenden Substanz erwartet. Wir haben immer eine Erwartung, egal ob wir meinen, wir sind erwartungsfrei oder nicht, wir haben sie immer. Und das macht auch nichts, sofern man sich darüber im Klaren ist, dass Erwartungen dazu da sind, nicht erfüllt zu werden. Und dass man eigentlich, und das habe ich aus dem Schamanismus gelernt, immer das Unerwartete erwarten sollte. Jedenfalls die Erwartung an eine Substanz ist sehr wesentlich. Wenn man sie zum Beispiel noch nie ausprobiert hat, dann erwartet man etwas, das so ähnlich ist wie eine Erfahrung, die man schon mal hatte. Das heißt, man bildet selbst ein Modell, ein Rauschmodell für die Möglichkeit neuer Erfahrungen. Und die Erwartung kann natürlich auch durch Leute, die einem was über solche Substanzen erzählen, wie ich jetzt, geprägt wird oder beeinflusst wird. Also, um es gleich vorwegzunehmen, erwartet möglichst nichts. Dann ist alles
viel mehr okay und viel besser und viel nützlicher. Also auch Erschreckendes kann nützlich sein. Dem muss man auch Raum geben. Und man muss sich nicht schämen, wenn man einen sogenannten Horrortrip erlebt, weil das sind eigentlich die Erfahrungen, die uns in unserer psychischen und spirituellen Entwicklung am weitesten bringen. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass in einer Welt, in der es den traditionellen Schamanismus gibt, wo ein Stamm, sagen wir mal ein Indianerstamm, der ist so groß wie jetzt das anwesende Auditorium, und die teilen von Geburt an dasselbe Weltbild. Das heißt, ein Weltbild, in dem es einen Schaman oder eine Schamanin gibt, die zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten hin und her wechseln und vermitteln kann, dass sie aufgrund dieser Fähigkeiten heilen kann, dass diese Schamane die Menschen mit auf psychedelische Reisen nehmen kann, in denen man von dem Ursprung der eigenen Kultur erfährt, wo man die eigene Mythologie erfährt und wo man die Fragen beantwortet bekommt, warum bin ich, oder nee, woher komme ich, was mache ich hier und wohin gehe ich? Also die drei großen Fragen, die sich jeder Mensch in seinem Leben meistens schon im Kindesalter stellt. Dann ist es so, dass dieser Stamm über dieselbe Mythologie verfügt, und darin heißt es zum Beispiel, dass die heiligen Pilze eben heilig sind, dass sie, wie die Azteken gesagt haben, Teonanakat, also das Fleisch der Götter heißen, und dass es ein Heilmittel ist und eine spirituelle Möglichkeit, zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Ihr könnt euch vielleicht das vorstellen, naja, wahrscheinlich auch nicht, aber versucht es einfach mal, euch zu überlegen, wie das ist, wenn man so mit solchen Substanzen aufwächst. Dass es was Heiliges ist, dass es heilsam ist, dass es nützlich ist, dass es den Stamm stärkt, dass es die großen Fragen beantwortet und alles. Im Gegensatz zu einer Welt, wo es ein BTM gibt, wo alle diese Substanzen, die bei Indianern zum Beispiel heilig sind, verboten sind. Und die als Rauschgifte gelten. Und so weiter, und die also in den Medien verpönt werden und von den Gesetzgebern verboten und kontrolliert und alles. Das ist ein riesiger, gewaltiger Unterschied im persönlichen Set für die zu machende Erfahrung. Es ist ein Unterschied, ob man eine illegale, verbotene Droge nimmt oder eine heilige Pflanze einnimmt. Und es ist vor allen Dingen ein Unterschied, wann und wo und wie man das macht. In den traditionellen Kulturen, wie Schamanen und Schamanen haben, die solche Dinge benutzen, da ist es gewöhnlich so, dass sie nur zu Ritualen benutzt werden und dass sie also keine Partydrogen sind. Obwohl es nicht bedeutet, dass ein Ritual nicht am Ende in eine partyartige Stimmung gerät. Aber oft ist es so, dass der Zeitpunkt, wo ein Mensch zum ersten Mal so einen heiligen Pilz nimmt, mit der Pubertät beginnt. Also eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo aus den Jungs und Mädchen des Stammes Frauen und Männer gemacht werden. Und dieser Augenblick wird durch den heiligen Pilz bestimmt. Denn der Beginn des Erwachsenenseins beginnt mit der Einsicht und mit dem Einblick in die gewöhnlich unsichtbare Welt und in Informationen und Hinweise des Universums, die man sonst nicht erhält. Das heißt, jeder, der erwachsen sein möchte, muss sich so einem Ritual unterziehen. Und in der Regel sind es alle Kinder des Stammes. Wir könnten daraus natürlich ableiten, dass wir irgendwie anstelle von Kommunion oder, wie heißt das bei den Kommunionen noch? Konfirmation
könnte man ja sowas auch machen, in der eigenen Familie zum Beispiel, den eigenen Kindern zum 16. oder 18. Geburtstag etwas Besonderes schenken und eine damit verbundene Erfahrung ermöglichen. Das wäre sicherlich eine Methode, um Probleme und Gefahren niedrig zu halten oder auszuschließen. Nun, die Leute in den Indianerstammen, die nehmen also diese Dinge unter Anleitung einer Schamanin oder eines Schamanen. Das heißt, man nimmt sie in einer Gemeinschaft. Meistens ist es so, dass man sich nachts trifft. Also es ist generell so, dass solche Substanzen nur nachts genommen werden. Mit der Begründung, weil man nachts mehr sieht. Nämlich das, was gewöhnlich unsichtbar ist, was aber Teil unserer Welt ist. Und diese unsichtbare Welt ist immer da. Die ist nicht irgendwo fern in Amerika, sondern die ist hier, im Hier und Jetzt, kann man in sie Einblick gewinnen. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Also, dass man eine Erfahrung dieser Art mit dem Akt des Erwachsenwerdens in Zusammenhang bringt, damit aber auch gleichzeitig dem ehemals Jugendlichen oder der ehemals Jugendlichen zeigt, dass sie oder er von nun an für sein Verhalten die eigene Verantwortung haben. Das heißt, dass man alles dieses nur tut, wenn man absolut eigenverantwortlich ist. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, was man sich immer klar machen sollte. Und deswegen sollte man auch auf dem Klo von niemand anders irgendwelche Trips nehmen. Es sei denn, wenn man kennt die Leute. Aber jedenfalls dieser Aspekt der Eigenverantwortlichkeit ist sehr wesentlich. Und das ist gut, wenn man so etwas nimmt, sich zu sagen, ich nehme das ausschließlich aus eigenem Bedürfnis und ich mache diese Erfahrung in eigener Verantwortung. Man kann die Verantwortung nicht abgeben, man muss sie annehmen und man kann zwar unterstützt werden darin, also dass einem ältere Menschen sagen, also das ist schon alles in Ordnung so und so weiter und erklären können, in 4 Stunden ist die Werbung vorbei und solche Dinge. Aber die Verantwortung dafür trägt man selbst. Das heißt, man wird erwachsen, wenn man Verantwortung übernimmt und zwar Verantwortung über seine eigene Weltanschauung und Weltsicht. Verantwortung für die eigenen inneren Modelle von Wirklichkeit. Ja, das sind große Worte für kleine Moleküle, aber die sind wichtig. Finde ich jedenfalls. Und ich glaube auch deswegen darf ich zu diesem Anlass ein bisschen plaudern. Nun, diese Rituale, die in so einem Stamm durchgeführt werden, werden nicht nur nachts, also um zu einem ausgewählten Zeitpunkt, zum Beispiel zum Vollmond oder zum Neumond gemacht, sondern auch aufgrund von irgendwelchen ökologischen Bedingungen, weil jetzt eine bestimmte Pflanze blüht oder weil man bestimmte Pflanzen anpflanzen muss oder so. Jedenfalls wird Ort und Zeitpunkt vom Schamanen oder der Schamanin bestimmt. Und dann ist es so, dass Patienten, also Leute, die krank sind oder die Probleme haben oder sich unglücklich fühlen oder so, die werden dazu geladen, aber es können auch Gesunde daran teilnehmen. Und das ist etwas, was wir wirklich von Indianern lernen können, dass solche Erfahrungen sinnvoll sind, sowohl für notleidende Kranke als auch für Gesunde. Aus verschiedenen Gründen. Für die Kranken ist der Pilz ein Heilmittel. Und das Umgehen mit dem Pilz in dem Ritual durch den Schamanen, die Schamanen, ist ein Heilritual.
die Gesunden, die daran teilnehmen, die keine Probleme haben, weder psychische noch physische, die geben den Notleidenden in dem Kreise Kraft. Und es ist so, dass man davon spricht, dass so eine Kreisenergie entsteht, die ein Geborgenheitsgefühl liefert, wo man ganz gut sich drin aufgehoben fühlt. Also wie irgendwie in den Armen von Mutter Natur oder so fühlt man sich dann. Dann ist es natürlich so, dass die Gesunden die Pilze nicht aus Jux und Dollerei nehmen, sondern dann aus den verschiedenen Gründen einmal, um gesund zu bleiben und um sich spirituell weiterzuentwickeln, neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Perspektiven zu haben und so weiter. Wenn man das so in einem Ritual nimmt, werden alle davon profitieren. Die Indianer sagen zum Beispiel, man bleibt, solange der Pilz wirkt, zusammen im Kreis sitzen. Und die Wirkung von Pilzen sind ungefähr 4 Stunden, das heißt, das Ritual dauert ungefähr 4 Stunden. Und während dieser Zeit verlässt niemand den Raum, es sei denn, man muss um die Ecke zum Pinkeln gehen. Das ist erlaubt. Und es ist nicht erlaubt, dass man sich selbst oder andere verletzt. Das ist auch sehr wichtig. Und dass man andere nicht vollsäuft, das ist auch noch ganz wichtig. Es gibt Leute, die nehmen Pilz und glauben, sie sind Jesus und könnten alle erlösen. Also das ist natürlich unangebracht. Aber bei Indianern kommt es auch vor, dass Leute ausfrieken in so einem Zustand. Und da geht man ganz anders als bei uns mit um. Solche ausfriekenden Leute werden geknebelt und gefesselt. Was oft nicht einfach ist, weil die meistens Bärenkräfte entwickeln, aber anschließend sehr dankbar sind, dass sie geknebelt und gefesselt wurden, weil sie dadurch vor sich selbst geschützt waren, bis die Wirkung dann zu Ende war. Ich habe das selbst oft erlebt in dem Stamm, in dem ich gelebt habe, dass wir jemanden fesseln mussten und am nächsten Tag ist er dann bei all denen, die daran beteiligt waren, vorbeigekommen und hat sich quasi rituell dafür bedankt, dass man ihn mitgenommen aus dem Verkehr gezogen hat, weil das für ihn besser und für die anderen besser ist. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch davon anregen lasst von dieser Praktik, aber ich wollte zumindest davon mal erzählen. Nun ist es so, dass während der Wirkung dieser Substanz bei Pilzen oder sei es Ayahuasca oder etwas Ähnliches, es so ist, dass der Schamane oder die Schamanin den gemeinschaftlichen Trip führt. Das heißt, er weiß, wie er die Leute, die daran teilnehmen, durch die Erfahrung so bringt, dass sie für sie heilsam und nützlich ist. Und das geschieht meistens, indem von den Mythen berichtet wird, die erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die Mythologie der Indianer, das sind keine Märchen, sondern das sind Geschichten, die auf metaphorische Weise berichten, warum die Welt entstanden ist, warum sie so ist, wie sie ist, warum es Tiere gibt, warum es Pflanzen gibt, warum es Menschen gibt, wie diese ganzen Lebewesen miteinander zusammenhängen und so weiter. Das sind die Dinge, die durch die Mythologie deutlich gemacht werden. Es sind meistens dann Geschichten von Göttern, Göttinnen, Geistern, Unwesen, Reisen in andere Welten, Reisen in die Unterwelt, Reisen in die Oberwelt, Reisen in bestimmte Bezirke der Alltagswelt, die man sonst nicht sieht und so. Es wird auch angestrebt, dass zu einem bestimmten Punkt im Ritual die 3 Zeiten, die wir unterscheiden, nämlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in einem Punkt zusammenfallen. Und dass man merkt, dass alles eins ist.
Das ist ganz wesentlich und das haben bestimmt einige von euch schon erlebt. Es wird dann plötzlich klar, dass alles eins ist. Das ist eine ganz einfache physikalische Wahrheit, dass alles eins ist, weil alle Materie besteht aus Energie und alles kommt aus demselben Urknall. Naja, das ist unsere Mythologie, aber die passt hier zufällig gerade. Und durch diese Mythologie und der mythologischen Bilder werden Prozesse in den Berauschten erzeugt, die zu Erkenntnissen führen. Die Erkenntnisse können profan klingen, zum Beispiel, dass das Gras grün ist. Aber sie können in so einem Zustand, kann so eine Aussage unglaublich fundamentale Bedeutung erlangen. Und je mehr man darüber nachdenkt, wieso das Gras grün ist, desto unsicherer wird man eigentlich, ob man es tatsächlich weiß oder sieht. Weil man nie weiß, was man tatsächlich sieht. Es sei denn, man bewertet es aus seiner eigenen Anschauung. Das ist etwas, was bei dem Set übrigens noch vorkommt, der Wert der Substanz. Also nicht der Wert, der sie ausscheint, sondern der Wert. Was man dem beimisst. Also früher war es so, dass Leute oft irgendwie Trips umsonst haben wollten, und weil sie meinten, das gehört sich so, aber damit haben sie dann verhindert, dass der Chemiker, der sie produziert, überlebt. Und solche Leute muss man schützen und unterstützen natürlich. Und das gehört zu dem Wert dieser Substanz. Naja, jedenfalls glaube ich, ich habe euch hier etwas deutlicher machen können, was für eine weittragende Bedeutung die Theorie von Dosis, Set und Setting hat. Und dass, wenn wir uns dessen bewusst sind und danach unsere Erfahrungsmöglichkeiten gestalten, wir in jedem Falle einen besseren Ausgangspunkt für eine psychedelische Erfahrung haben werden. Und das ist das, was ich darunter verstehe, es richtig zu machen. Das Wesentliche bei dem es richtig zu machen ist aber nur der eigene Kopf, wenn man das machen möchte. Das ist jetzt keine Doktrin, kein Dogma, kein Glaubenssatz, ihr könnt denken, was ihr wollt, aber aus meiner Erfahrung und Sicht ist es nun mal so. Nun möchte ich noch eines auch sagen oder auf eines hinweisen. Viele Leute im Westen wollen heutzutage Schamanen oder Schamanen werden. Das geht bei uns natürlich nicht, weil wir die Tradition verloren haben. Aber eigentlich ist dieser Wunsch, danach Schaman oder Schamanin zu werden, meistens eher der Wunsch, schamanische Erfahrungen zu machen. Nicht jeder ist ein Schamane oder eine Schamanin, aber fast jeder kann schamanische Erfahrungen machen. Und das ist wichtig, da zu unterscheiden und nicht zu glauben, wenn man eine schamanische Erfahrung gemacht hat, dass man dann ein Schamane ist. Sondern zu wissen, wir haben jetzt einen Einblick in diese Erfahrungswelt gewonnen und die kann uns nützlich sein. Zum Beispiel eine typische schamanische Erfahrung auf einem Pilztrip oder so kann sein, dass man sich selbst sterben erlebt. Es kann so sein, man guckt sich an und sieht plötzlich, wie das Fleisch von den Knochen tropft oder plötzlich kommen irgendwelche Messer auf einen zermetzeln ein oder man fällt in einen riesigen Jaguarrachen, der einen zermalmt und ähnliche Dinge. Und man ist sich klar, jetzt sterbe ich, weil das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und plötzlich, wenn man das erkannt hat, setzt sich der Körper komplett wieder zusammen. Möglicherweise erstrahlt er in goldenem Licht und völlig gesund und frisch, so wie am Anfang der Welt, und dann
hat man ein, wie wir sagen, Sterbe- und Wiedergeburtserlebnis. Das ist eine typische schamanische Erfahrung, die viele Menschen beim Gebrauch bestimmter Substanzen machen, die aber auch bei gewissen Krankheiten im Bewusstsein erlebt werden können oder die auch bei Nahtodeserfahrungen eintreten können. So eine schamanische Erfahrung ist meistens etwas Beglückendes, obwohl sie zunächst auch extrem erschreckend und angstvoll sein kann. Und es kann auch sein, dass man nach dieser Erfahrung, obwohl man das Glück der Wiedergeburt erlebt, immer noch verunsichert ist durch die Angst des Todes. Und da kann man ansetzen, um weiter an seiner eigenen Beziehung zu seinem eigenen Leben und zu seinem eigenen Tode zu arbeiten. Und das kann man mit weiteren schamanischen Erfahrungen vertiefen und kann daraus immer mehr lernen über das wunderbare Phänomen, was wir Leben nennen. Über das unglaubliche Dasein dessen, was wir Natur nennen. Und über das Wunder des Bewusstseins uns klar werden. Und uns klar werden, dass jeder einzelne von uns zu dem Alles ist Einem gehört. Denn nur dadurch ist alles eins, dass jeder und jede dazugehört. Dass man sich nicht von der Welt und der Wirklichkeit abgespalten fühlen muss, sondern dazugehörig. Das ist etwas, was Schamanen und Schamanen besonders gerne vermitteln möchten, weil das Möglichkeiten zu einer besseren Gesundheit bietet. Nun, solche schamanischen Erfahrungen erlebt man meistens dann, wenn man sich eben zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort mit bestimmten Leuten verabredet, gleichermaßen dieselbe Substanz nimmt und sich verabredet, dass man eben als ein Ritualkreis zusammenbleibt. Dann sind die Chancen auf schamanische Erfahrungen am allergrößten. Auf Partys kann man natürlich etwas erleben, was in der schamanischen Welt auch gut bekannt ist, nämlich Trance oder Ekstase. Und dass Trance und Ekstase beides heilsame Bewusstseinszustände ist, haben vielleicht schon viele unter uns bemerkt. Denn das bringt Spaß. Es geschieht mit uns etwas, was eigentlich normalerweise nicht passiert. Und es kann uns unglaublich beglücken und mit Glück erfüllen. Und das ist etwas, was wir aus der schamanischen Welt noch mitnehmen können. Gesund ist ein Mensch erst, wenn er auch glücklich ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr möglichst viel Glück heute Nacht und in der Zukunft eures Lebens erlebt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank wirklich für die Aufmerksamkeit. Es ist schon immer ein Wagnis, eine Party mit einem Vortrag zu beginnen, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht diesmal. Jedenfalls möchte ich mich bei Nante sehr bedanken dafür, dass er mich hierher gelockt hat, um für euch sprechen zu können und in diesem wunderschönen Ambiente etwas Zeit mit euch teilen zu können. Und ich denke, machen wir jetzt noch ein paar Fragen. Hat jemand noch eine dringende Frage? Also die einzige Frage, die ich hundertprozentig nicht beantworte, ist die, woher kriegen wir die Sachen? Weil das weiß ich auch nicht. Offiziell auf jeden Fall. Oh ja, mal sehen, ob das funktioniert. Danke. Also ich wollte fragen, welche Methoden oder ja eigentlich Methoden kennst du, wie man das Set beeinflussen kann? Denn ich habe gehört, Indianer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei allen Stämmen so ähnlich ist, aber dass sie zum Beispiel, dass du
zu dem Ritual, zu dem Stichtag, gehört auch irgendwie zum Beispiel 3-4 Tage davor und danach, dass sie dann zum Beispiel nichts essen, nichts trinken, keinen Sex machen und solche Sachen, dass sie halt versuchen, dadurch den Zeit zu beeinflussen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, du meintest eher, wie man das Setting beeinflussen kann, beziehungsweise wie man das Setting gestalten kann. Oder, ja, das Setting ist die Außenseite, das ist das Äußere. Ja, ja, okay. Also in einigen Kulturen wird so ein Ritual durch eine diätetische Vorbereitung begleitet. Das heißt, dass man vor der Einnahme einer heiligen Substanz eine bestimmte Diät hält, dass man bestimmte Dinge nicht isst oder nicht trinkt und so weiter. Das ist aber von Stamm zu Stamm alles sehr unterschiedlich. Und du sagtest auch noch, wie das mit Sex ist. Bei einigen Schamanen heißt es, man soll ein paar Tage vor einer Ayahuasca-Session zum Beispiel keinen Sex haben. Das hat aber nichts mit Prüderie zu tun, sondern das hat mit dem energetischen Haushalt des eigenen Leibes und Erlebens zu tun. Und das kann man ja mal ausprobieren, weil das, vielleicht schafft man es ja 3 Tage mal ohne. Und andere Schamanen sind damit ganz locker, manche sind sehr strikt, aber in der Regel sind echte Schamanen eigentlich eher auf der lockeren Seite, weil die das Dogmatische und Doktrinäre von Religionen ablehnen und mehr eben auf die Selbstverantwortlichkeit des Menschen hinziehen. Und dann ist es so, dass der Ort des Geschehens manchmal hergerichtet wird. Es wird entweder eine Lichtung im Dschungel gesucht oder man sieht sie einen schönen Platz im Wald oder auf einem Fels oder bei einem Kraftplatz oder Ritualort oder so. Und dann wird das Ritual begleitet durch 2 Dinge, die sehr wesentlich auch für die Erfahrung sind, nämlich der olfaktorische und der akustische Raum. Also olfaktorisch heißt über den Geruchssinn wahrnehmbar. Das heißt, dass bei solchen Ritualen Räucherstoffe und Duftstoffe eingesetzt werden. Die Räucherstoffe räuchert man zu Beginn, um damit ein deutliches Zeichen, eine Markierung gibt, jetzt beginnt der heilige Zeitraum zur Erfahrung. Es gibt Duftstoffe, die einen durch bestimmte Bereiche der Erfahrung hindurchführen. Duftstoffe, die angewendet werden, um bestimmte Heilprozesse anzuregen und ähnliches. Der Gebrauch von Räucherstoffen bei solchen Ritualen ist weltweit bekannt und seit allen Zeiten. Da werden unterschiedlichste Räucherstoffe genommen, also verschiedene Harze und verschiedene Kräuter und Blätter und Wurzeln und alles Mögliche. Das hängt von der Kultur ab, in der man lebt. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, Räucherstoffe aus der ganzen Welt zu bekommen und die an uns selbst ausprobieren und ähnliche. Dann ist der akustische Raum des Rituals natürlich von großer Bedeutung, weil man gewöhnlich unter dem Einfluss solcher Substanzen eine sehr stark erweiterte und vertiefende Wahrnehmung von Musik hat. Also Musik in Verbindung mit Substanzen ist sehr ausschlaggebend für das, was man erlebt. So ist es auch so, dass in den schamanischen Ritualen die Schamanen und Schamanen singen meistens oder spielen einige Instrumente. Das sind Gesänge, die man im Alltagsleben nicht hört, die besondere Obertöne enthalten und so weiter, die auch eventuell Texte enthalten, die zur Programmierung des Bewusstseins dienlich sein können und so weiter. Jedenfalls, wenn man, sagen wir mal, einen Pilztrip plant, dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, wer Musik macht oder ob es überhaupt Musik gibt und wenn ja, wie wird die erzeugt. Also Leute, die bepilzt sind, können normalerweise, selbst wenn sie begnadete Musiker sind, nicht mehr spielen.
weil die machen dann mal Plängen und hören diesen Ton selbst nach bis in die Unendlichkeit des Universums und vergessen, dass um sie ein Reisekreis versammelt wird. Es gibt manche Musiker, die speziell Musik gemacht haben, die man bei Pilzritualen benutzen kann. Also sehr empfehlen kann ich da die Musik von Mani Neumeier. Das ist der Schlagzeuger der Band Guru Guru. Der hat dafür spezielle CDs gemacht, die sind da so wunderbar zu benutzen und helfen den Menschen sehr, durch die Erfahrung zu kommen. Und so gibt es alles mögliche andere. Manche Leute mögen elektronische Musik dafür bevorzugen, aber das ist natürlich alles eine Frage der Kultur und auch des eigenen Geschmacks und der eigenen Vorlieben. Ja. Jedenfalls, das Wesentliche ist nicht, was für Musik man benutzt, sondern dass man Musik benutzt. Das heißt, dass man akustische Stimuli benutzt, um die Erfahrung zu fördern, zu bereichern und so. Es kann auch unter Umständen sehr lustig sein, also gewisse Töne auf gewissen Percussion-Instrumenten, die können einem sehr zum Lachen bringen. Was übrigens wunderbar ist, eins ist so bei uns, wenn wir das Wort Ritual hören, denken wir oft an die katholische Kirche und damit eigentlich an so eine Begräbnisstimmung. Aber Rituale in der schamanischen Welt sind auch sehr lustig. Und gerade bei Pilzen, die also das Lachen und den Humor so fördern, ist genau dieses Lachen unglaublich gesundheitsfördernd. Das Lachen kann so sein, dass man glaubt, man hat noch nie vorher in seinem Leben gelacht. Und es ist so, dass der ganze Körper durch das Lachen rhythmisiert und harmonisiert wird. Und dass das natürlich alle möglichen Auswirkungen auf Körper und Geist hat, ist klar. Also, weil Lachen ist ja sowas Ähnliches wie Tanzen. Es kann auch bei Ritualen sehr toll sein zu tanzen. Es ist eigentlich egal, was man macht. Das Entscheidende ist, dass man sich klar darüber ist, warum man was macht. Und dass man es aus bestimmten Gründen tut. Nun, so viel zu der Frage. Gibt es noch eine Frage? Ja, mich würde interessieren, was diese Mythologie und diese Welt hinter dem Vorhang mit den Archetypen und so dieser tiefen Psychologie von C.G. Jung zu tun hat oder ob du dich damit mal beschäftigt hast. Also manche Leute nehmen an, dass Archetypen das sind, was man in der anderen Wirklichkeit sieht. Das ist eine moderne Deutung von C.G. Jung und die ist vor allem in psychedelischen Kreisen verbreitet. Das, was C.G. Jung mit Archetypen selbst bezeichnet hat, das ist mehr eine Typologie von möglichen Erscheinungen. Das entspricht nicht unbedingt den Ursachen der Erscheinungen in der indianischen Weltsicht. In der indianischen Weltsicht ist es so, dass unsere Scheinwelt ihre Wurzeln in der anderen Wirklichkeit hat. Dort liegen die Ursachen für das, was wir hier sehen und erleben. Und das ist bei Indianern der Punkt, der wichtig ist zum Verständnis von Schamanismus. Denn ein Schaman oder eine Schamanin reist in diese andere Welt, um die Dinge, die dort sind, also die Ursachen und der Erscheinungen, zu erkennen, zu sehen, daran erkennen zu können, was für eine Krankheit ein Patient hat und was in der unsichtbaren Welt verändert werden muss, damit es sich in der sichtbaren Welt auf den Patienten überträgt. Also in dem Sinne ist mir der indianische Blick hinter den Vorhang, wie du sagtest. Wenn man sich wirklich mit C.G. Jungs Archetypen beschäftigt, wird man sich wundern, dass der den Begriff ganz anders benutzt, als wie er heute so im umgangssprachlichen Deutsch gebraucht wird. Der umgangssprachliche Gebrauch hat mehr mit der indianischen Sicht zu tun.
der Gebrauch von C.G. Jung hat mehr mit einer psychotherapeutischen Auslegung zu tun. Aber es ist wahrscheinlich was Verwandtes. Die Stille vor dem Sturm heißt wohl, ihr wollt jetzt Musik. Oh, doch, da kommt doch noch eine Frage. Oh, von Freund, Kollege. Die Schamanen sprechen ja und kontaktieren jenseitige Wesen. Sind diese jenseitige Wesen virtuellen Ursprungs, also ausgedachte Wesen, oder sind das in erster Linie Vorfahren? Wo man also die Energie vom Großonkel, Urgroßvater oder sonst wen sieht. Wie ist es da so? Also in der indianischen Welt sind das keine ausgedachten Dinge, also keine Projektion von uns in andere Bewusstseinszustände, sondern das sind Entitäten, die zur Welt dazugehören, so wie man selbst auch dazugehört. So, aber das sind Entitäten, die in ihrer Mythologie vorkommen und so weiter, über die man einiges weiß und die man in so veränderten Bewusstseinszuständen antreffen kann. Die könnt ihr auch antreffen. Das kann manchmal sehr erschreckend, das kann aber auch lustig oder schön oder erhaben sein. Ein Trick, um den Schreck über so eine Begegnung hinwegzukommen, ist, man muss so eine Identität einfach fragen, wie heißt du? Das ist kein Schwachsinn. Das ist die Voraussetzung dafür, diese Wesenheiten zu verstehen. Und man muss diese Entitäten einfach als etwas, was zu unserer Welt dazugehört, erkennen. Dann kann man mit ihnen umgehen, dann können sie einem nützlich sein. Wenn man denkt, dass das Halluzinationen oder Projektionen sind, dann können sie für uns nicht nützlich sein. Also in der Regel nicht. Tja, sollen wir jetzt zu Akasha überleiten? Ich hatte so die Vision, dass ich eigentlich genau das gleiche Leben führe wie hier, nur es gibt keine Probleme mehr. Also es kann uns nichts mehr runterziehen, wir sind frei, diese ganzen Begrenzungen. Haben die Schamanen irgendwie eine Vorstellung, gibt es da irgendwie so eine Meinung, wie das sein könnte? Also gibt es da eine Vision, eine gemeinsame, oder ist das sehr individuell am Anliegen? Also jeder Schamane, jede Schamanin wäre jetzt sehr begeistert, dass du das schon erlebt hast. Weil es kommt eben darauf an, diese Zustände, diese Bewusstseinszustände dazu zu nutzen, um genau darüber Auskunft zu erhalten. Wie ist das mit dem Tod? Wohin gehe ich? Wird mein Bewusstsein ausgeschaltet? Wird dann alles gut? Werde ich irgendwie die Ahnen wieder treffen? Werde ich mit Verstorbenen Kontakt bekommen? Gibt es ein Paradies, gibt es eine Hölle und alle möglichen Vorstellungen gibt es da. In der Regel ist es so, dass Schamanen und Schamanen sagen, es kommt darauf an, was du siehst. Denn das ist deine Wirklichkeit und traue dieser Vision, traue dieser Erfahrung. Sie ist das für dich gültige Leitbild. Insofern ist das wieder die Übertragung, das ist deine Verantwortung, wie du den Tod siehst aufgrund so einer Erfahrung. Und in einigen schamanischen Ritualen wird das auch angestrebt, eben Antworten dafür zu erlangen, wie der Tod sein wird. Aber gewöhnlich kann man diese Antworten nicht verbalisieren, nicht in Worte kleiden und darüber sprechen wie über eine Milchkanne, sondern das sind Erfahrungszustände, die nicht verbal sind, die also jenseits der Sprache liegen und die eigentlich mehr mit unseren Empfinden und unseren Emotionen zu tun haben.
Also unsere Fähigkeit zu empfinden und Emotionen zu haben, ist ein großes Geschenk eigentlich dafür, für unseren Weg durch das Leben. Denn dadurch können wir viele Fragen für uns beantworten. Und es kommt darauf an, dass die Fragen, die man hat, nicht von allen geteilt, also die Antworten von Fragen, die man hat, von allen geteilt werden, sondern es kommt darauf an, dass man die Antworten, die man erfahren hat, für sich selbst als gültig ansieht. Das heißt, dass man auch seiner Erfahrung traut und sich nicht von anderen Leuten ausreden lässt, nee, das mit dem Stern ist aber ganz anders, das war jetzt eine Wunschvorstellung von dir, oder so, sondern das ist etwas Wesentliches und Wichtiges. Und nun gut, vielleicht gibt es ja heute noch einige Tod- und Wiedergeburtserlebnisse, aber ich möchte mich nochmal bedanken, auch dass ihr immer noch so sehr aufmerksam zuhört, und nochmals alles Gute euch wünschen und viel Spaß und Freude in eurem Leben. Herzlichen Dank.